had no control at all. Dave, we can't see her. Also das Wichtige an der Vorbereitung ist eben beim Lawinenlagebericht den zu checken und dass man das dann eben vermeidet, in der Lawine überhaupt reinzukommen, dass man überhaupt in die Situation kommt. Nach wie vor haben wir unzählige Tote jedes Jahr, die nicht sein müssten, wann die Gerätschaften mitgeführt würden und wann auch wirklich die Leute aufgeklärt werden, wie man damit umgeht, damit man sofort der Kameradenhilfe durchführen kann. So, die Ausrüstung, die ich immer dabei habe beim Freeriden, ist das LVS-Gerät, die Sonde, die Schaufel und den ABS-Rucksack. 3, 2, 1. Ja, ich schaue, dass ich jetzt ja am Anfang der Saison einfach wieder einen kleinen Kurs mache, damit das ganze Wissen wieder ein bisschen auffrischt wird und man wieder was dazulernt. Das ist ein Thema, wo man nie auslernen kann. Natürlich ist Freeriden ein sehr komplexes Thema. Aber wenn man sich, wie man gesehen hat, mit der auseinandersetzt, wenn ich einen Kurs besuche, wenn ich die richtige Ausrüstung dabei habe und auch damit umgehen kann, dann wird das ganze Freeriden zu einem sicheren Erlebnis. Und ich kann mit meinen Jungs rausgehen und wirklich Spaß da draußen haben.